Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist der Teil, Deutsch. Heute ist der zweite Tag vom Harz-Urlaub. Ursprünglich, hatte ich ja gestern auch gesagt, wollten wir heute eine. Hast du gepuppelt? Nein, ich habe nur so gemacht. Wenn du filmst. Ursprünglich wollten wir heute eigentlich die Burgentour machen, haben jetzt aber relativ kurzfristig umgeswitcht, fahren jetzt nach Wernigerode. Von Wernigerode geht es dann mit der Brockenbahn hoch auf den Brocken. Das wird, glaube ich, auch ganz cool. Vorher gehen wir noch mal irgendwo zum Einkaufen, wenn wir einen Laden finden, und schauen dann mal, dass wir erstmal was zu essen holen, und dann können wir dann auf dem Brocken oben Brotzeit machen. 100 Meter rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, und ja, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal nach Wernigerode und dann sehen wir uns am Bahnhof wieder. Nanu? So Leute, wir sind in Quedlinburg angekommen, haben das Auto jetzt ins Parkhaus gestellt und da kommt auch schon die erste Dampflok. Ich drehe euch mal um. Kommt sie oder kommt sie nicht? Sie kommt aber nur langsam. Ich bin uns jetzt auch gerade nicht sicher. Aber doch, wir müssten eigentlich links rum. Doch, das ist der Zug, ja. Und davon ist Dampfzug, da steht der Lok, das aussieht. Ja, wir schauen jetzt mal, wo wir eigentlich genau hin müssen. Aber ich denke schon, dass wir auf der richtigen Seite jetzt sind, oder? Nee. Ja, wo? Hä? Okay, also wir suchen mal die richtige Bahnseite oder den richtigen Bahnsteig und dann sehen wir uns gleich nochmal am Bahnhof wieder. So, also wieder zurück. Wir müssen wahrscheinlich auf die andere Seite. Ich hoffe bloß, dass mein Windpuschel vom Mikrofon gute Arbeit macht, weil heute ist es extremst windig. Und ich hoffe jetzt auch mal, schnell weg, dass ich nicht überfahren werde. Ich hoffe jetzt auch mal, weil wenn man da hinten mal so hinschaut, ich drehe euch mal um, da hinten, das schaut schon alles ziemlich diesig und wolkig aus. Also ich hoffe, dass wenn wir auf dem Brocken sind, dass, ja, dass es besser ist, dass man auch was sieht. Wir müssen jetzt nochmal gucken. Wir brauchen jetzt ungefähr 2 Stunden zum Brocken hoch. Also 1 Stunde 45 Minuten geht die Fahrt. Und ja, bis dahin hoffe ich natürlich, dass das Wetter aufgeklärt hat und dass man da auch was sieht. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal auf jeden Fall einen Bahnhof finden. So Leute, wir haben es gefunden. Da steht es, Harzer Schmalspurbahnen. Jetzt müssen wir noch da rein ein Ticket holen und dann denke ich, dass es dann da hinten losgeht. Gehe ich jetzt mal ganz schwer davon aus. Aber das werden wir dann auf jeden Fall erfahren. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal Tickets organisieren. So Leute, da haben wir jetzt schon mal das Ticket. Und das hier wird unser Zug zum Brocken hoch. Das sieht man jetzt natürlich noch, dass da vorne die Lok fehlt. Die müsste noch kommen. Und ich glaube, er fährt in, ich glaube, fast in einer guten Stunde. Ich glaube, Viertel nach fährt der Zug hier immer los. Da müssen wir jetzt mal gucken. Schauen wir nochmal auf den Fahrplan. Aber ich glaube, alle Stunde fährt der. Und wenn dann die Lok da ist, dann schaue ich mal, dass ich das auch gefilmt bekomme, wie die Lok angekoppelt wird. Und dann geht's Richtung Brocken.
So Leute, da kommt jetzt unser Zug. Ich muss mir nur mal nebenbei schnell das Handy rausholen. Kann ich mit dem Handy auch noch mal eine Story machen für Instagram. So, ist jetzt Doppelfilmen. So, Aufnahme läuft. Dann wird jetzt angekuppelt, dann kann es gleich losgehen. So, müssen wir langsam mal einsteigen, oder? Die Frau hat einen kleinen Hammer gehabt. Sollen wir langsam mal einsteigen? Sonst fahren sie wirklich noch ohne uns. Nee, die haben wir doch noch mehr. Achso. Die brauchen wir auch. Gehen wir gleich hier rein, oder? Hä? Gehen wir gleich hier rein? Ja. Oder hier rein, in den, in ersten? Warum nicht? Achso. So, dann schauen wir mal rein hier. Freier Sitzplatzball, würde ich sagen, oder? Wir gehen jetzt die Tür zu. So. So Leute, es ist 11.55 Uhr. Ich habe oder beziehungsweise jetzt 56. Um 57 geht's los. Ich habe mich jetzt mal hier draußen positioniert, in der Hoffnung, hier nicht verjagt zu werden. Weil es wäre halt schon cool, wenn man das von hier filmen könnte, die Losfahrt. Ihre Pfeife hat es auf jeden Fall schon in der Hand. Jetzt geht's gleich los, glaube ich. Das war unser Startsignal, glaube ich. Ja, Abfahrt. Bip. Geht los. Eine sehr rauchige Angelegenheit hier auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ihr was sehen könnt, weil ich muss jetzt nur ein bisschen meinen Arm raushalten, aber ich sehe selber jetzt gerade überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung, ob man mich versteht. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Es geht auf jeden Fall schon mal langsam nach oben.
Es ist ultra laut hier zwischen den Balkons. Ich glaube, das hört man im Video auch. Aber ich hoffe... Oh, da geht's runter. Da möchte man nicht runterfallen. Ich hoffe, dass jetzt dann hier, wenn der Wald dann sich mal ein bisschen lichtet, dass wir dann eine richtig geile Aussicht haben. Das wäre schon mega, mega cool. Hier ist jetzt ein bisschen ruhiger. Ich habe mich jetzt mal ans Ende vom Zug begeben. Da können wir uns jetzt mal den ganzen Zug anschauen, wenn es von der vom Winkel her passt. Ich drehe euch mal um. Mal schauen, ob wir irgendwann mal einen ganzen Zug drauf bekommen. Jetzt wahrscheinlich von der anderen Seite. Ich versuche mal darüber zu kommen. So Leute, wir sind jetzt hier in Drei-Annen-Hohne am Bahnhof. Wir müssen jetzt unsere Lok wechseln. Rechts ist unsere alte Lok. Da sind wir jetzt gerade ausgestiegen aus dem Zug. Links seht ihr schon unseren neuen Zug. Der wird da vorne gerade noch betankt. Da schauen wir jetzt mal hin. Das sieht man auch nicht alle Tage. So Leute, nach diesem äußerst anstrengenden Aufstieg haben wir es jetzt geschafft. Wir sind am Gipfel von Brocken. Ich drehe euch mal um. So schaut es hier aus. Da sieht man auch den Aussichtsturm, die Funkantenne, das Brockenhaus. Da hinten das, was im Gerüst ist, das ist die Wetterstation. Ja, und hier ist der Bahnhof. Da sind wir gerade ausgestiegen. Jetzt schauen wir mal, wo es hier lang geht. Ich habe auf jeden Fall einen riesen Druck auf dem Kopf, weil ich bin immer noch erkältet und mein linkes Ohr, das platzt, glaube ich, gleich. Ich kann leider keinen Druckausgleich ausüben. Ich hoffe, dass es jetzt demnächst mal vorbei ist.
Und dann, ja, wie gesagt, jetzt schauen wir mal, wo wir so hingehen und was man so machen kann hier. Wir sind jetzt hier am Borkenstein, der ist jetzt hinter euch gesehen. Da ist er. Hier hinten sieht man auch die große Antenne und das Brockenhaus. Ich drehe ich nochmal um. Ich sage, ich hoffe wirklich, dass mein Windschutz gute Arbeit leistet, weil hier oben ist es very, very windig. Und hier ist der Brockenstein. Boah, und es ist so eiskalt. Es ist wirklich, also wirklich eisig hier oben. Boah. Der Wind geht nicht schlecht, ist ja klar, oben auf dem Berg. Und ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, ob ich meine Windjacke raushole, weil das gerade echt heftig ist. Und laut Ausschlag sieht man das, oder hört man das, glaube ich, sogar im Video. Da unten, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn finde, da unten, der Aussichtsturm, das ist der zweithöchste Berg hier im Harz oder in Mitteldeutschland. So schaut es aus. Also es ist schon mega, mega cool, aber auch richtig, richtig eiskalt. So Leute, wir sind jetzt auf der anderen Seite vom Brocken, beziehungsweise vom Gipfel. Ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, meine Windjacke anzuziehen. Jetzt ist der Wind natürlich weg. Wie soll es auch anders sein? Okay, hier ist jetzt das Brockenhaus. Was auch immer das ist, da können wir nachher vielleicht mal reinschauen. Mal schauen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, ich drehe euch mal um. Die Aussicht ist schon heftig. So Leute, wir sind jetzt hier in diesem Brockenhaus. Das ist eine Ausstellung. Wir kommen nachher später auch noch zu dem Aussichtsturm, zu der Kuppel. Da sind wohl auch noch Originalabhöranlagen drin aus DDR-Zeiten. Das ist schon echt cool hier. Jetzt in der obersten Etage, zumindest was das Gebäude anbelangt. Und hier geht es jetzt in die Kuppel- und Dachterrasse. Aber ich bin hängen geblieben. Da schauen wir jetzt einfach mal hoch. Ich filme euch dann oben wieder, weil das ist irgendwie doof hier zu filmen. So, wir sind jetzt in der Kuppel angekommen. Hier ist noch eine riesengroße Parabolschüssel. Original Abhörtechnik der Stasi damals. So schaut die Kuppel von innen aus. Das ist so eine Art Fiberglas.
Das ist schon cool. Das ist schon echt cool. Ich glaube sogar, ich stand da was da von Dachterrasse, dass man hier normalerweise auch rausgehen könnte. Hier wahrscheinlich. Die Tür darf wieder nur vom Personal geöffnet werden und Personal ist natürlich wieder keins da. Super. Dann hat sich die Dachterrasse auch erledigt. Bootzeit ist beendet. Wir gehen jetzt wieder Richtung Brockenbahn. Müsste jetzt eigentlich jeden Moment kommen und dann wieder abfahren. Und dann geht es wieder ins Tal runter. War interessant, war cool und kalt. Cool im Moment. Ja, jetzt lasse ich euch nochmal über den Ausblick schweifen. Schweif.
So Leute, wir sind jetzt wieder in Wenningerode angekommen. Zugfahrt beendet. Heute wird auch nicht mehr allzu viel laufen. Wir werden jetzt nachher noch zum Einkaufen fahren und dann in der Unterkunft. Also, auch wenn wir die ganze Zeit, gut, wir waren trotzdem viel unterwegs, aber nichtsdestotrotz schlaucht es schon ganz schön. Also ich bin schon froh, wenn ich heute Abend in mein Bett komme. Und ja, war heute ein bisschen Eisenbahnromantik und Brockenausblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, natürlich wieder gerne einen Daumen nach oben geben. Und gehen wir hier rüber. Ja, gehen wir hier rüber. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.